Was hier besonders interessant ist. Ich hoffe jetzt, ihr habt etwas gesehen. Jetzt würden wir die Station beenden und gehen zur nächsten Station. Und das ist Musik. Wie frisch zeigen sich auch die Musiker normalerweise erst gegen den Abend. Aber die Rockband Simon spielt für Karin gern schon am heiter hellen Tag. Hey Moni, ich hab mein Geld genommen, dann bin ich gegangen und hab eine Moni gekauft für sie. Ich war sehr überrascht, als wir dort beim Restaurant Stegen aufkamen. Die Musik ist gerade losgegangen. Der Moni steht auf Wanne mit grossen Tannen und jetzt steht er sich auf mich. Also jetzt sind wir in der dritten Station angekommen, Musik. Und das ist Simon und die Band, die ich unterstütze im Hintergrund, administrativ. Wir haben jetzt gerade eine neue CD ist gerade rausgekommen von ihnen. Und ich freue mich, dass ich euch die Mundart ein bisschen näher bringen kann. Ja, ich hätte jetzt das hier einfach auch nicht gegeben, dass sie irgendwie so etwas mitmacht. Obwohl sie hier am Dorf ist, in der Kulturkommission. Ja. Also sie ist aktiv, sie macht, aber das hätte ich nicht erwartet. Das war wirklich eine tolle Überraschung. Grüß euch miteinander. Hallo. Also, mein Name ist Simon, ich mache Mundartrock. Ich habe natürlich auch noch Beruf als Schmied, ganz klar. Und wir haben vor ein paar Jahren haben wir uns zusammengetan, die Jungs, Modis und meine Wenigkeit. Wir schreiben unsere Lieder selber schreiben. Wir machen harte Musik, wir machen aber auch softige Musik. Also das heisst Querbeet. Und wir haben uns heute etwas ganz Besonderes überlegt. Und wir wollen euch eine Single-Auskopplung von unserem aktuellen Album geben. Und zwar der ehrlichste Song, den ich je gemacht habe. Meine Mama und ich. Du würdest mich fragen, wie es mir geht und wie es um deine Tochter steht. Hey Mama, es geht nicht gut. Du würdest mich fragen, was hast du so gemacht? All die Jahre. Wie hast du sie verbracht? Ja, kämpft und gelitten bis aufs Blut. Ich würde erzählen, bis dann war, wie wir die Welt entdeckt haben, meine Schwester und ich, und wie wir traurig haben um dich. Da habe ich nicht so zurückgehalten, weil es hat mich sehr berührt, was er da gesungen hat. Und es hat sehr viel Tiefe gehabt, das Stück. Und muss sagen, ja, also es war wirklich mega, mega gut. Gewesen. Der Bub ist natürlich das Töpfchen für mich. Ja. Wie er mich gesungen hat, wie er gekommen ist. Und eben wirklich ein Kind, eine Kinderstimme, also das ist richtig. Ist das Herz gegangen. Ich höre ein Glöckli, es läutet so nett. Merci vielmals, ihr habt es super gemacht. Das war toll. Wir haben gespürt, das kommt wirklich von innen raus, von dem Musiker. Und das ist sehr berührend gewesen. Und Karin will noch mehr Emotionen wecken. Was kommt denn jetzt? Wir machen ein kleines Quiz. Und zwar habe ich sehr gerne Mundart. Und ich tue auch gerne Mundart also weitergeben, also dass auch gewisse Wörter nicht verloren gehen. Und jetzt möchte ich gerne mal mit euch testen, wie gut ihr im Berndeutsch seid. Oh, sind wir nicht abzählen, Deutsch? Nein, wir sind aber leider hier im Bernbiet. Seid ihr bereit? Ja. Also. Es wird dann auch bewertet. Gäckeli Schuhl. Ich weiss es, aber ich kann es nicht schreiben. Kindergarten. Kindergarten ist richtig. Und für was steht Fazzinetli? Genau. Nasentuch. Das ist richtig. Nasentuch, Taschentuch. Perfekt.
Der Kachelringer ist als Störhafner zu den Leuten Keramik flicken. Ich habe zum Teil einfach überhaupt nicht gekannt. Noch nie gehört. Oh ja, ich bin einfach Appenzeller und da bleibe ich auch. Und da redet man etwas anders. Ja, fürs Appenzeller bräuchte es ja auch noch einen Mundakkus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du Bedenzig meint konfus, wahnsinnig nervös oder ungeduldig. Für einen glücklichen Sieger habe ich eine Urkunde als Berner Mundartkönig vom heutigen Tag. Herzliche Gratulation. Merci vielmals. Merci. Ja, lege viel Wert auf ein altes Berndeutsch, auf ein gutes Berndeutsch. Von meinen Grosseltern her, von den Eltern her habe ich noch viel Begriff. Aber die sind mir also wirklich, zwei sind mir fremd gewesen. Also ehrlich gesagt habe ich mit allen Begriffen Mühe gehabt. Und ich bin noch etwas jünger als der Hans-Rudi. Ja. Also, dann werden wir auf den heutigen Tag anstoßen. Ich hoffe, es hat euch gefallen in Beriswil. Und habt ihr den Tag geniessen können. Ihr könnt euch gerne bedienen vor Platten. Und wir freuen uns, morgen zu dir zu kommen, Walter, auf Wichtrach. Ich hoffe, die Latte ist hochgesetzt. Wir geben Gas. Prost zusammen. Gesundheit. Gesundheit. Tag. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb und gönnen Sie 1'000 Franken im Bar. Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 1.20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Ob Sie die 1'000 Franken gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Viel Glück! Alle Infos auf srf.ch. Trotz Ferien wird noch weiter geschafft. Das Highlight des Tages war die Röhrenhütte und das Gestalten dieser Tonfigur. Für mich war das Highlight des Tages ganz klar die Überraschung mit der Musik. Mein Highlight vom heutigen Tag war schon der Bandauftritt, weil es mir ein emotionales Lied dünkt. Und weil man auch gemerkt hat, dass Karin ja wirklich eine Verbindung hat zu dieser Band und wahrscheinlich herzensguter Mensch ist, so Leute unterstützt. Mhm. Es wird gerühmt. Da sollte der Punkt jetzt weit raufgehen. Fast die gleiche Bewertung wie gestern, aber nur fast. Von der Chiara gibt es eine 7. Das sind 31 Punkte für Beriswil. Bigle liegt im Moment vorne. Zwichtrach wird morgen alles heiß serviert. Mm. Ganz heiß aus dem Ofen, ganz heiße Öfen und auch ganz heiße Schüsse. Ja! Und er baut ein kleines Knirps, ein bisschen leid, weil der Mann einen tollen Schuss drauf hatte. Ja, ja. Also. Das ist schon.